Hallo zusammen, ich bin die Lara von Laras Tortenzauber und wir machen heute diesen super leckeren Pflaumenkäsekuchen zusammen. Und das Ganze ohne raffinierten Zucker, sondern mit Zuckerersatz in Form von Erythrit Stevia von No Sugar Sugar. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten jetzt mit unserem Mürbeteig. Das ist ein All-in-One-Teig, das heißt, wir schmeißen gleich einfach alles hier rein und verrühren das Ganze für circa eine Minute, bis alles schön zusammengekommen ist. Und die genauen Zutatenmengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ich benutze heute Erythrit Stevia, das heißt, wir machen den Kuchen oder den Käsekuchen komplett ohne raffinierten Zucker oder raffiniertem Zucker. Und wir nehmen hier Erythrit Stevia, das ist eine Mischung. Reiner Erythrit ist meistens etwas kühl vom Geschmack und das mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber hier mit dieser Mischung, wo Stevia noch dazugegeben wurde, hat man dieses Kühle vom Geschmack einfach nicht. Ich verlinke euch auch die Produkte hiervon alle unten in der Infobox, genauso wie die Vanilleschoten. Habe ich auch einen Rabattcode für euch, findet ihr also alles unten. Wir starten. Und da ist jetzt auch die Reihenfolge wirklich egal. Einfach alles hier rein, kurz verrühren, bis sich alles verbunden hat. Und dann ist der Mürbeteig auch schon fertig. Ich halbiere jetzt die Vanilleschote und kratze mir dann hier mit der Rückseite von meinem Messer das Mark hier raus. Da gehe ich jetzt hier so entlang zweimal und dann seht ihr schon, man hat schon richtig schön das Mark direkt am Messer hängen. Und das Ganze machen wir jetzt hier auch nochmal mit der anderen Seite. Das kommt dann auch hierzu. Und die Maschine stelle ich jetzt wirklich nur auf die kleine Stufe, also Stufe 1 oder 2. Nicht zu hoch, da sonst alles oben rauspratscht. Und wenn ihr jetzt eine genauere Anleitung haben möchtet, wie ich meinen normalen Mürbeteig zubereite, könnt ihr oben klicken. Da findet ihr das Mürbeteig-Plätzchen-Rezept von mir, was ich immer zur Weihnachtszeit mache. Das alles nochmal ausführlicher erklärt. Ihr seht jetzt hier, es hat nicht mal eine Minute gedauert und unser Mürbeteig ist fertig. Und wir nehmen uns jetzt unsere Springform. Ich habe jetzt hier 26 cm Durchmesser und verteilen den Mürbeteig jetzt komplett in der Form am Boden und am Rand. Ich nehme jetzt ungefähr die Hälfte für den Boden. Guckt, dass ihr euch auch noch gut was übrig lasst, dass ihr den Rand auch gut ausgekleidet bekommt. Ich habe das immer lieber, einen Käsekuchen mit einem Boden. Ich mag immer das, wenn es doch noch so ein bisschen crunchig ist. Und jetzt drücke ich das mit den Fingern hier rein. Ihr könntet euch jetzt auch ein Glas nehmen und dann so rollen. Das geht natürlich auch. Und das machen wir jetzt, bis das überall verteilt ist. Und bei meinem Mürbeteig braucht ihr jetzt auch kein Backpapier nehmen oder ihr braucht die Form auch nicht fetten. Da der Mürbeteig automatisch fettet durch die Butter, können wir das also auch nachher ganz einfach lösen, ohne Probleme. Ich habe jetzt den Boden einmal ausgelegt und jetzt starte ich mit dem Rand. Dafür nehme ich mir jetzt immer ein bisschen Mürbeteig und drücke mir den schon mal an den Fingern so ein bisschen platt. Also erstmal quasi so eine Wurst und dann drücke ich mir das ein bisschen platt. Dann könnt ihr das viel besser hier an den Rand legen. Ich nehme mir jetzt diese Rolle oder Wurst, wie man es nennt, und drücke mir das jetzt hier so am Rand entlang. Und wichtig ist hier unten immer verschließen, dass ihr auch wirklich einen schönen Übergang hier habt und nicht, dass da jetzt irgendwo der Boden rausguckt, weil nicht, dass nachher die Käsekuchenmasse da durchläuft. Guckt, dass ihr mit dem Teig überall hinkommt. Also nehmt jetzt nicht sofort zu viel Teig, sondern nehmt lieber ein bisschen dünner und rollt den hier nicht so dick aus, dass ihr nachher immer noch mal was drüber geben könnt, wenn ihr was übrig habt. Aber wenn ihr jetzt zu dick ausrollt direkt, dann habt ihr gleich nichts mehr übrig, dann müsst ihr wieder woanders was wegnehmen. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Ich habe das jetzt hier schön in der Form verteilt und gehe noch mal mit meinem Glas entlang. Und zwar rolle ich jetzt hier nur so ein bisschen entlang, dass das ein bisschen
dünner wird. Das muss nicht gleichmäßig sein. Das ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt noch eure Fingerabdrücke da drin habt. Das macht überhaupt nichts. Und dann reicht es auch schon. Ich habe jetzt auch nirgendwo mehr Stellen, die rausgucken. Oder der Boden ist überall gut bedeckt. Ich drücke mir jetzt nochmal den Übergang hier fest. Und dann wandert unsere Form jetzt in den Kühlschrank. Da mache ich meine Schüssel sauber. Und in der Zwischenzeit geht es dann weiter mit unserer Füllung. Dann nehmen wir uns auch wieder den Schneebesenaufsatz. Für den Mürbeteig nehmt ihr am besten Flachrührer, weil im Schneebesen würde der Teig hängen bleiben und man kann das nicht, kriegt das nicht so gut rausgelöst. So, ich lasse auch den Rand hier unterschiedlich hoch. Ich finde das schöner, als wenn alles wirklich ganz gerade ist. Und jetzt geht's ab in den Kühlschrank. Wir starten jetzt mit unserer Füllung. Dafür schlagen wir jetzt erstmal die Sahne steif, füllen die um und dann geht es weiter mit Butter und Erythrit Stevia. Das Ganze schlagen wir kurz schaumig auf, geben die Eier dazu und dann den Magerquark und Zitrone. Ich habe jetzt hier Zitronenabrieb genommen, das ist so ein fertiger Abrieb. Ihr könntet auch eine frische Zitrone machen, nehmen oder den Abrieb, aber ich hatte das jetzt eh noch übrig und das läuft jetzt bald ab. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Und dann brauchen wir gleich noch eine Konfitüre oder Marmelade, Fruchtaufstrich. Und ich habe mich hier für den Fruchtaufstrich Pflaume von No Sugar Sugar entschieden. Das Ganze ist auch ohne Zuckerzusatz, sondern mit Erythrit gesüßt und hat 80% Fruchtanteil. Das Ganze geben wir gleich oben drauf und danke, machen wir und machen uns im Zuhall drauf. Danke, wir brauchen eine Sahneschüssel, wo wir die Sahne umfüllen, Julia. Das sind 400 Gramm Sahne. Egal. Sie war stets bemüht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Schneebesen und die Schüssel jetzt ganz sauber sind. Also da darf kein Fett mehr drin sein. Auch jetzt vom Mürbeteig halt, da müsst ihr drauf achten, weil sonst schlägt die Sahne nicht steif. Das ist wichtig. Wir gehen jetzt auf die mittlere Stufe. Also ich schlage die Sahne ja nie auf volle Pulle steif, weil sie dann eher gerinnt. Also ich fange jetzt mal auf Stufe 4 an, gehe nachher bis 5 oder 6 hoch von 8 und schlage die jetzt so steif und dann wird sie umgefüllt. Wenn ihr merkt, dass die Sahne Blasen wirft, wie jetzt hier, dann könnt ihr ein bisschen höher stellen, weil dann ist sie schon quasi auf einem guten Weg, dass sie gleich steif ist. Und dann stelle ich die Maschine eine Stufe höher. Und jetzt dauert es aber auch wahrscheinlich nur noch so eine Minute, anderthalb und dann ist sie auch schon fest. Die Sahne ist fertig. Klopft das mal hier ab. Ihr müsst sie jetzt nicht überschlagen. Das ist wirklich ganz wichtig. Also das reicht vollkommen aus. Wir heben die ja gleich unter unsere Käsekuchenmasse drunter. Also die hat jetzt eine schöne Konsistenz. Die ist noch ein bisschen weicher, noch nicht komplett steif. Aber das ist nachher wirklich eine gute Konsistenz für die Masse. Oder ich kann ja nicht Teig sagen. So, einmal umfüllen. Jetzt müssen wir die Schüssel auch nicht sauber machen, denn wir geben ja jetzt Butter und Zucker dazu, das heißt, da müssen wir nichts fettfrei haben. Da kann uns also nichts mehr gerinnen. Das stellen wir uns beiseite. Wichtig ist auch hier, dass die Butter Zimmertemperatur hat. Also die muss wirklich schön weich sein, damit wir die auch gut mit dem Zucker schaumig schlagen können. Auch hier wieder wichtig, nicht auf die höchste Stufe stellen, weil sonst pratscht uns das alles raus. Also erstmal wirklich auf langsame Stufe und nachher ein bisschen höher gehen. Und wenn sich Zucker und Butter verbunden haben, können wir ruhig Vollgas geben. Das Ganze lassen wir 2-3 Minuten aufschlagen. Und wenn ihr jetzt merkt, dass sich immer wieder was am Rand festsetzt, nehmt euch den Spatel, schiebt einmal alles zur Mitte und dann wieder weiterschlagen. Die Masse hat jetzt, ich glaube, 2 Minuten ungefähr geschlagen. Ich kratze jetzt nochmal alles in die Mitte und dann geben wir die Eier einzeln dazu. Die lassen wir circa eine halbe Minute unterrühren, bis die sich auch mit dem Teig verbunden haben. Und dann geben wir den Rest auch schon dazu, Magerquark und Puddingpulver und Zitrone können wir auch jetzt ruhig schon dazugeben. Jetzt allerdings wieder auf kleinere Stufe,
damit die Eier sich erstmal schön verbinden können. Die Eier sind jetzt gut mit der Masse vermengt und das, ich kratze jetzt noch mal hier alles vom Rand runter. Und das sieht jetzt erstmal wieder so aus, als wäre das geronnen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist jetzt wieder, weil Eier und Butter nicht dieselbe Konsistenz hatten. Das Ganze legt sich aber gleich, wenn wir da die anderen Zutaten hinzugeben. Und jetzt kommt nur noch Magerquark und unser Vanillepuddingpulver dazu. Das Ganze mache ich jetzt so stückchenweise. Ich nehme jetzt hier einen Löffel. Und lass den Magerquark langsam einrühren, gib danach Vanillepuddingpulver dazu und dann heben wir unsere Sahne noch runter. Bezüglich der Küchenmaschine, falls da die Frage gleich wieder kommt, ich benutze die Titanium Chef Patissier XL, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da habe ich noch einen Code für euch, da spart ihr 15% auf die Maschinen aus diesem Link. Und ihr bekommt noch ein gratis Zubereitungsset von über 100 Euro dazu. Guckt einfach mal unten rein, da verlinke ich euch die Maschinen mit meinem Rabattcode. Auch hier kratzen wir noch mal kurz alles ab. Und jetzt sieht man auch schon, das Ganze verbindet sich jetzt mit und mit. Und es riecht auf jeden Fall jetzt schon richtig gut. Das vom Rand abkratzen, oh Gott. Unsere Schüssel. Jetzt auf langsamer Stufe das Vanillepuddingpulver dazugeben. So, unsere Füllung ist jetzt fast fertig. Es fehlt nur noch die Sahne. Die heben wir jetzt mit dem Teigspatel unter. Und dann ist unsere Käsekuchenfüllung auch schon fertig. Dankeschön. Ich gebe jetzt die Sahne einfach hier so dazu. Komplett, direkt alles auf einmal. Da braucht ihr jetzt nicht in mehreren Steps das reinmachen. Alles gut auskratzen. Könnt ihr jetzt mit einem Schneebesen unterrühren oder mit dem Teigspatel, das ist relativ egal. Ich mache es immer mit dem Teigspatel, weil ich den sowieso ja schon benutzt habe. Und das heben wir jetzt so unter. Ich gucke, dass ich da wirklich immer am Rand entlang kratze, also dass ich alle oder die ganze Füllung einmal komplett erwische, dass nirgendwo noch am Rand nachher irgendwie was dran klebt. Das riecht einfach schon so gut. Die Füllung hat jetzt so eine Konsistenz, also sie ist relativ fest und so ist die Konsistenz auch perfekt. Gut, jetzt nehmen wir uns unseren Boden. Der ist jetzt auch richtig schön gekühlt und der Mürbeteig ist auch, ihr könnt es hören, richtig schön fest geworden. Und jetzt füllen wir das Ganze ohne Großschweinerei hier rein. Das ist immer ein bisschen schwer so. Oh, oh, ich hoffe, ich kriege es hin. Ich streiche die Füllung jetzt ein bisschen glatt. Die muss jetzt nicht komplett glatt sein, aber so, dass sie ungefähr überall gleichmäßig verteilt ist. Und ihr seht, der Kuchen wird also richtig schön gefüllt. Deswegen könnt ihr auch ruhig den Mürbeteig bis oben ziehen. Also da braucht ihr jetzt keinen Platz am Rand lassen. Und dann geht es weiter mit unserer Marmelade. Ich habe mich jetzt hier für Pflaume entschieden. Da gibt es aber auch ganz viele verschiedene Fruchtaufstriche. Es gibt auch noch Kirsche, Erdbeere, also da gibt es wirklich ganz viel. Ich verlinke euch die auch mal unten. Oh, ich finde jetzt gerade zum Herbst, Winter passt das wirklich super. Und da sind auch noch Stückchen drin, also das ist mit Pflaumenstückchen. Und jetzt verteile ich hier so kleine Kleckser auf dem Kuchen drauf. Und wir ziehen das jetzt gleich noch so ein bisschen, melieren das quasi. Das müsst ihr jetzt auch nicht gleichmäßig verteilen, überall ein paar Kleckser drauf. Okay, ich habe jetzt hier fast das ganze Glas genommen, aber ich glaube, das ist einfach perfekt. Das riecht auch wirklich gut. Ich probiere jetzt gleich. Jetzt nehme ich mir die Rückseite von meinem Löffel, beziehungsweise ich nehme einen anderen Löffel und gehe jetzt hier so durch den Teig. Ich vermische das jetzt einfach hier so.
dass es auch schön ein bisschen runter geht und wir das nachher auch im Teig drin haben. Schön bis zum Rand. Oh, das erinnert mich an meinen No-Bake Cheesecake. Strawberry mit Erdbeere. Das war auch mit hier von No Sugar Sugar. Der war auch richtig gut. Auch an den Rand, ne, dass ihr überall quasi was habt. Et voilà. Und schon ist der fertig. Der wandert jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa 50 bis 60 Minuten. Guckt da am besten mal so nach 40 Minuten. Wenn der zu braun werden sollte, nehmt ihr euch Alufolie und legt Alufolie drüber. Das verhindert, dass der Boden oder der Kuchen backt weiter, aber es verhindert, dass der von oben drauf noch brauner wird. Also ab in den vorgeheizten Backofen. Das wäre mir beinahe runtergefallen. So, unser Käsekuchen ist jetzt fertig. Der war jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 60 Minuten genau im Ofen. Ich habe ihn nach 50 Minuten mit Alufolie abgedeckt und habe nach 60 Minuten den Ofen ausgestellt und geöffnet und habe den Kuchen dann nochmal im Ofen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde abkühlen lassen. Der ist am Anfang noch sehr weich, aber der zieht nachher an und wird fest. Danach habe ich ihn dann in den Kühlschrank gestellt nochmal für eine Stunde und jetzt ist er wirklich super fest geworden. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Puder-Erythrit-Stevia drüber gegeben. Und ich würde sagen, wir probieren ihn jetzt mal zusammen. Schaut mal, ihr seht, ihr könnt es komplett wegen dem Mürbeteig komplett so lösen, ohne mit dem Messer entlang zu gehen. Das löst sich von alleine so ab. So, wir schneiden den Kuchen jetzt mal an, vorsichtig. Wow, der ist richtig, von innen ist er richtig matschig, von außen schön fest, wegen dem Mürbeteig. Und umso länger ihr ihn jetzt natürlich im Kühlschrank lässt, umso fester wird der. Ich hatte den ja jetzt gerade anderthalb Stunden vielleicht oder eine Stunde drin. Das heißt, der ist wirklich noch sehr weich jetzt von innen. Am besten lasst ihr den auch über Nacht im Kühlschrank, dann wird der wirklich nochmal schön fest und zieht an. Ich hoffe, ich kriege den jetzt schon hier rausgelöst, ohne dass der mir jetzt wegläuft. Okay, vorsichtig probieren. Wow. Der sieht schon richtig schön saftig aus. Und deswegen mag ich mein Rezept auch so mit dem Quark, weil da ist zwar viel Quark drin, aber deswegen wird er auch so richtig schön saftig. Und ihr könnt das jetzt hier so sehen, wenn ich das hier so abziehe. Guck mal bitte, wie weich das Ganze ist. Und jetzt probieren wir mal und schmecken mal, ob wir irgendwas an Erythrit oder Stevia rausschmecken. Natürlich auch mit dem Boden, ne, damit wir noch ein bisschen Crunch haben. Okay, das sieht jetzt aus wie ein Schlachtfeld. Mm. Der ist noch ein bisschen lauwarm, aber richtig gut. Vor allen Dingen merkt ihr überhaupt nichts Kühles. Wirklich, ich nehme jetzt noch mal hier ein bisschen Mürbeteig. Und der ist jetzt wirklich komplett ohne raffinierten Zucker, ne? Also dafür. Wirklich, schmeckt sehr gut. Und man schmeckt nicht, dass er ohne Zucker gemacht wurde. Ich nehme jetzt mal hier oben noch ein bisschen von der Pflaume. Und ihr könnt ruhig auch die Marmelade wirklich in den Teig reindrücken. Das ist auch ein bisschen da unten rutscht. Also macht da auch ruhig ein komplettes Glas davon drauf. Das ist gar kein Problem. Probiert's aus. Verlinkt mich gerne, wenn ihr es getestet habt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr ihn fandet oder ob ihr irgendwelche anderen Wünsche habt. Oder womit, mit welcher Marmelade ihr ihn ausprobiert habt. Schaut unbedingt auch mal bei No Sugar Sugar vorbei. Ich verlinke euch die Produkte unten, genauso wie meinen Rabattcode. Da könnt ihr noch ein bisschen sparen. Und von No Sugar Sugar gibt es übrigens auch einen Adventskalender. Es gibt den ersten dieses Jahr. Also es gab noch nie einen. Ich habe ihn mir natürlich direkt bestellt. Ihr könnt ihn vorbestellen. Und im Internet, ich verlinke euch das auch unten, steht dann genau, wann er versendet wird. Und ja, ansonsten war es das auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Jeden Sonntag um 11 Uhr kommt ein neues Rezeptvideo von mir online. Und ja, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, könnt ihr hier oder hier unten klicken. Und vergesst nicht, meinen Insta- und TikTok-Kanal zu abonnieren, beziehungsweise mir dort zu folgen.